Combo Squonk RDTA. Von, wir haben einen Ersatzglas-Tank. Wir haben für die Posts Kreuzschlitz. Da komme ich dann später drauf zurück. Von oben angefangen das 810er Triptipp. O-Ring ist innen drin, also müssten andere aufpassen, das muss ich erst mal testen. Dann haben wir beidseitig unsere Airflow-Öffnungen für unsere zwei Coils. Die ist fast ganz dicht, also wenn ich den schließe auf beiden Seiten, dann ist da fast kein Zug mehr möglich, also sehr, 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 sehr streng. Und natürlich ist das auch nochmal mit einem O-Ring herum gesichert zum Aufstecken. Wir haben, da sieht man schon ein bisschen unser Postlistik. Wir haben auch den Squonker, also zum Feeding-Pin drin, das sieht man an der Bohrung in der Mitte. Wir haben die zwei Ausgleichsbohrungen drin, für den Druckausgleich. Ist natürlich wieder ausgelegt wie ein Dual-Coil. Könnte man aber vielleicht auch ein fettes Single-Coil einmachen. Sehe ich jetzt kein Problem nicht. Das werden wir auch vielleicht machen. Muss ich noch schauen. Dann ist das Teil mit zwei O-Ringen sehr, sehr stabil. Da sieht man jetzt die Öffnungen, das sind keine Befüllöffnungen, sondern da sieht man die Postschrauben. Also seitlich werden unsere Drähte befestigt. Achtung, zwei O-Ringe, die sind sehr gut. Ich habe ihn schon ausgewaschen. Sitzt sehr satt. Sehr gut. Dann schauen wir uns nur die Unterseite an, Combo Squonk, also RDTA, wo man von unten voll squonken kann. Dann haben wir ein ganz kleines Glas. Da haben wir jetzt zwei Dichtringe. Dann kann man hergehen, entweder jetzt den Pin rausschrauben. Da braucht es ein extra Werkzeug. Da braucht es einen normalen Schraubendreher. Der Pin ist verstellbar in der Höhe, wenn ihr bei einem Akkuträger zum Beispiel kein Connection hättet, keinen Kontakt nicht, dann könnt ihr den rausschrauben, weil das Teil selber unten, das zeige ich euch jetzt, wenn es da oben das nehmt und unten das Metall und nicht zu fest angezogen habt, dann ist das nochmal extra geschraubt. Also das hat mit der Schraube nichts zu tun, aber ihr seht es selber, der O-Ring, aufpassen. Also ihr habt das Oberteil, das Deck, ja, das ist immer oben. So schaut das unten aus. Und da muss dann nochmal der dritte O-Ring sein. Also ihr habt die zwei O-Ringe für die Seiten, für das Shimmy. Und dann nochmal das untere, wo es ein Glastank abdichtet. Und der sitzt sehr, sehr lose drauf bei mir. So, jetzt könnte man da den Glastank abziehen. Mache ich jetzt nicht. Weil da müsst ihr den jetzt schnell wo draufschrauben und runterziehen. Das ist ja nur für den Fall der Fälle. Man kann alles sehr super reinigen und man kann ja jetzt den Pin, also den muss man immer vorher aufschrauben, ist ganz klar. Ja. Weil der ist da erinnert, in dem Teil ist er fest. Aber der Kopf geht natürlich da nicht durch. Ja. Also immer vorher den Pin vorher raus. Da ist der Ersatzpin, wer nicht von unten squonken will, da ist der Ersatzpin drin, also ein geschlossener Pin, wer es so will. Und da ist jetzt das Gewinde an dem Messingrahmen da oben. Seht ihr es? Da oben ist das Gewinde, das was mit dem Außengewinde. Also das heißt, der Tank ist separat zu befestigen, den O-Ring nicht vergessen. Und da haben wir jetzt schon ein bisschen ein Problem. Das ist ein bisschen ein loser O-Ring, wie ich schon gesagt habe. Also da immer schauen beim Zusammenschrauben, dass euch da nicht eine Öse ausmacht, wie bei mir, dass er sich quetscht. Der muss innen verschwinden. Der hat da ein bisschen aufpassen. Das ist also ein kleiner Schwachpunkt. Ich weiß nicht warum, dass man da mit dem O-Ring, dass man das so waschlig gemacht hat. Ist aber nicht tragisch. So, das mache ich nur handfest, ja. Und jetzt, wenn wir uns den Pin anschauen, da sehen wir da oben die Öffnung, die Bohrung. Seht ihr es? Das ist ganz oben am Tank.
Damit kann ich da mein Liquid einpumpen und oben raus. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ich habe ja schon mal einen vorgestellt, den Geier. Der hat dann oben einen Verschlussstöpsel gehabt, dass wirklich nur das Liquid rauskommt und Tank. Und bei dem glaube ich, da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Bohrung ist sehr klein, da kann es auf, nicht, dass man oben alles sie überschwemmen. Und wobei die Airflow, seht ihr es oben, schon hoch liegt. Also wenn ich es jetzt so hernehme, nur zur Vorstellung, dann müsste das Liquid schon bis da aufverlaufen, dass da wieder rausläuft. Und ich nehme an, dass das doch, die O-Ringe sitzen so gut, dass das, aber trotzdem, die Coil war dann voll unter Liquid, die war dann überschwemmt. Die oder die Coils. Das müssen wir dann in der Praxis testen. Und wenn er drinnen ist, schauen wir uns an. Oder immer noch. Guten Punkt. So, wie gesagt, da oben haben wir die Luftausgleichsbohrungen, die Unterdruckausgleichsbohrungen. Die hat es früher eben nicht gegeben. Die Coils, sieht man eh, da ist das Plusteil. Plus, Minus, Plus, Minus. Das heißt, sie liegen da so, wie jetzt der Schraubendreher ist. Wenn ich jetzt eine fette Coil mitten einer mache, schaut mir das sehr optimal an, kann aber auch zwei nebeneinander machen. Die Airflow natürlich so sitzen, dass beide angestrahlt werden. Also als Anhaltspunkt habt ihr immer die zwei Öffnungen. Da sitzt euch die Airflow drauf, weil so sitzt dann die Coil drauf. Erklärt sich eigentlich von selber. Der jetzt da immer ein bisschen drehen und drücken, nicht dass euch ein Gummi zwickt, wobei es läuft wunderschön bei mir. Ja, gut, natürlich haben wir da noch das Emblem herum, wem das wichtig ist. Das ist also, weiß ich nicht, matt Gold Bronze, was das ist dort. Schaut aber nicht übel aus. In Schwarz war er nicht lieferbar. Vielleicht holen wir ihn aber noch in Schwarz, weil ich eben da diese optische Kombination, ich schraube noch mal drauf. Mir gefällt das mit dem Gold recht gut. Andere gefällt das nicht, das ist Geschmackssache. Und ich wollte halt auch die Plumber da haben, weil da nicht mehr zum Squonken ist, sondern ein Pumpmechanismus. Mit der werde ich den auch dann betreiben. Aber ich finde, dass das sehr schön ausschaut. Aber das ist Geschmackssache, da werden wir nicht lange umeinander. Jetzt gehen wir noch auf den Zubehör. Da haben sie natürlich wieder ein bisschen eine Ware. Okay, kann man benutzen, muss man nicht benutzen. Aber da seht ihr schon, da ist ein dicker O-Ring drinnen. Das ist der da, der unterste O-Ring ist Ersatz. Ersatzpins dabei, das zeige ich euch noch kurz. Dann der dicke O-Ring. Dann haben wir da nochmal vier O-Ringe. Da wird wahrscheinlich auch der für Strip-Tip dabei sein. Da müsst ihr selber ein bisschen schauen, weil das ist der kleinere. Ich glaube, dass der für Strip-Tip oben innen drinnen ist. Die zwei außen und der große wieder für die obere Tanksektion. Also der komplette Dichtungssatz ist einmal dabei. Wo es nicht dabei ist, ist für den 510er unten der Isolator. Ja, also der jetzt da aufpassen, der ist nicht dabei im Ersatzumfang. Dann haben wir zwei, weiß ich nicht, was für Coils, muss ich mir erst einmal anschauen. Dann haben wir den Pin ohne Skwanker-Öffnung hat, aber da hat er eine Bohrung auch herin. Öffnungen, jetzt schauen wir mal, die laufen wirklich wie Butter, seht ihr es? Sehr schnell. Was ist, wenn euch so ein Schrauben rausfällt? Kann man ja natürlich auswechseln. Ist kein Problem. Ist easy. Und genau die Schrauben, also zwei Kinds davon verlieren, zweimal ist Ersatz dabei. Naja, was sagt sie? Ist ein bisschen gerade, ist, seht ihr, hinten ist ein bisschen gerade drinnen. Ob das jetzt reicht, also wenn ich einen ganz dünnen Draht hernehme, 0,12 oder was. Also ganz selbstwindig, dann könnte es sein, dass ich den abzwicke damit. Aber ich glaube, wenn ich einen 0,25er oder einen 0,30er Draht habe, kann ich den mit dem gleichen Grad, seht ihr es, jetzt sieht man ein bisschen, ist jetzt bei einer Schraube, so bei alles, weiß ich nicht. Dann schaut euch natürlich, wo oben die Schrauben abgeht. In dem Fall ist links oben.
Und genauso könnt ihr es dann mit dem Schraubendreher in die Bohrung wieder einschieben. Und ihr braucht es, ihr könnt es eigentlich gar nicht daneben tun. Ja, und schon haben wir es wieder. Seht ihr es? Zack. Natürlich, wo es ein bisschen schwacher wieder ist, aber das haben andere auch. Diese Coils sind natürlich zu lang. Ja, das heißt, diese Beinchen muss man abschneiden. Die schauen so weit aus. Weil unten ist geschlossen das Deck, sonst da sind sie ja an den Tank reinschauen. Das heißt, da muss man sich erst wieder mal ein bisschen ein Muster schaffen oder ein bisschen, ja, ein bisschen ein Gefühl haben dafür. Schauen wir mal, was die Coil für einen Durchmesser hat. Ja, wir haben da einen 3 mm Durchmesser. Seht ihr es? So, das ist ein 3 mm Coil. Ich mache jetzt noch ein bisschen mehr dran. Ich nehme mich die Single Coil. Ich mache jetzt noch überall. Auf einer Seite mache ich eine Umdrehung mehr. Dann haben wir jetzt 6 Windungen. Was nicht gut ist, ist der Schraubendreher. Mit dem hast du keine Kraft nicht. Also besorgt euch da was Gescheites. Da müsst ihr nämlich viel Kraft aufbringen mit dem drum. Da ist der Griff zu klein, da ist der Hebel zu wenig, die Übersetzung zu wenig. Ihr braucht es nämlich schon eine Kraft. Soll dann schon halten. Auch. Also wer nicht so kräftig ist jetzt, ja, so jetzt einmal, ich habe es jetzt wahrscheinlich hingekriegt, aber da muss sogar ich ziemlich viel Kraft aufwenden. So, lasse ich es außerlaufen in der Höhe. Probieren wir es einmal so in der Höhe mit 3 mm. Richten wir es uns nur aus, dass es mittig ist. Schauen wir nicht so übel aus, oder? So, jetzt habe ich noch einen Akkuträger drum. Jetzt schauen wir es uns an, was wir haben unten. Ihr könnt es sehen, 0,36 Ohm haben wir. Da glühen wir noch mal kurz ein bisschen. Mit 36 Watt in dem Fall. Einfach mal ausglühen lassen. Abkühlen lassen. Schau, dass wir vorne mitten rauskommen. Meistens sind die mitgelieferten Coils gut. Und das, was wir jetzt noch machen, an die zwei Stellen, wo ich es festgeschraubt habe, durch das Aufglühen, durch die Hitze, eventuell nochmal nachschrauben. Aber ich sage, es ist immer so. So, und jetzt machen wir da, schalten wir uns den Akkuträger raus und machen wir unsere Watte ein. Von mir die Barre. Die ist mir einfach lieber. Schupp. Ups. Schieben wir sie so her. Ziehen wir sie uns noch ein bisschen länger. Ein bisschen entgegen. Dann schneiden wir sie uns da ab. Dann machen wir uns keine Tochter ein mit dem Gerät. Und jetzt einer sagt ja, warum? Und so geht, warum nicht? Probieren wir es halt einmal, ne? Soll ja angeblich auch so gehen. Ich weiß es nicht. Also, wir haben jetzt die mitgelieferte Coil auf 6 Windungen gemacht und Durchmesser auf 3 mm lassen. Nochmal zur Information für die, die wo nicht so dabei waren. Dann lege ich die Coil, also die Watte, nur da ein bisschen auf. Da machen wir es jetzt genauso. Dem Anfang der Watte schon zuerst einbringen in den Schlitz. Ja, darf es auch ruhig ein bisschen jetzt reindrücken. Aber ich mache den Docht nicht mehr so weit oben, weil bei dem, was hat er denn, 4 Milliliter oder so? Kann man mal schnell. Immer hat man eh nicht gerade. Mit 9 oder 12 Milligramm Koffein, quasi, habe ich da das. Kriegt Banane drin von Smoking Bull, das Aroma mit ca. 5%. Schmeckt mir hervorragend. Von Anfang an, ohne Reifezeit, schon relativ, also sehr gut dampfbar für mich. Ich kenne keine
vergleichbares Bananen, weil das ist sowieso immer schwierig mit Banane. Wir haben immer nur 0,36, 10 Ampere ungefähr und 3,6 Volt gehen wir drauf. Und dann drehe ich jetzt um auf die Squonka. Es ist wirklich so, wenn man mit Gefühl das macht, seht ihr, da kommt oben nichts, sehen. Aber unten beim Tank, seht ihr es unten? Und oben nur ein Tropfen. Wenn jetzt Gach, wie man in Bayern sagt, also schnell und explosivartig pumpt, dann kommt oben auch mehr. Seht ihr es? Dann kann natürlich oben auch was rauslaufen. Also im Prinzip lasst es euch Zeit, dann füllt sie normal unten, wenn ich es richtig sehe, der Tank recht schön. Oben, jetzt ist er ganz voll, der Tank. Jetzt ist er oben rausgeschossen. Seht ihr es? Die kleine Locker da hinten. Da hinten. Kann aber auch durch die Ausgleichsbohrungen wieder ein bisschen einlaufen. Wenn man auch jetzt ein normales Squonkerbox hat, wo man auf die Flaschen drücken muss, wenn man das ein bisschen sich anschaut beim ersten Mal, wie stark man drücken muss, dass man nicht zu viel Geschwindigkeit aufbaut, dass oben rausschießt und unten nicht. Also man kann das schon so regeln, dass unten sich der Tank zuerst füllt. Seht ihr es? Ich kann es euch nicht ganz sagen, aber jetzt seht ihr es Rand und wenn ihr gerade ist, ist er bumm voll, jetzt steht er oben schon So, an. jetzt machen wir mal, weil ich nur ein bisschen was ergänzen muss. Ja, ihr kennt das, wartet raus. Dann die Coil ausglühen lassen. Das restliche Liquid lassen wir verbrennen. Also mit die Postless, wie gesagt, der eine mag es, der andere nicht. Ich tue jetzt einmal gerade die Keulen noch mal kurz raus. Und zwar geht es jetzt nur um Folgendes. Wenn Sie den Squonk mit dem Squonker-Pin, da ist natürlich das Nachfüllen kein Problem. Ja, könnt ihr von oben auf tröpfeln, ist auch kein Problem. Wenn ihr den normal verwendet, das RDTA, und ihr möchtet den befüllen, dann wird es ein Problem. Dann seht ihr es, weil das in der Mitte und das ist schlecht gelöst. Ich kann zwar den, werdet ihr es nicht so sehen, sogar mit einer dicken Nadel befüllen, also mit einer dicken Stutzen befüllen, aber jetzt schaut mal, was man da machen muss. Dann seid ihr gezwungen, ein Dual Coil zu machen. Also so ein Dual Coil, ja. Eine Coil da und eine da und dann braucht es so in der Mitte einen Platz. Wenn es die Coil jetzt dick macht, dass sie nahe beieinander sind, nehmen wir uns einmal einfach so das. So sind die zwei Coils. Dann müsst ihr es so weit auseinander machen. Dann müsst ihr aber nur die Rundung rechnen. Dann kommst du da oben wieder ein Needle Cap rein. Das ist aber meistens eine Metallspitze oder mit einer Spritze ist auch eine Metallspitze. Wenn du den jetzt mechanisch hast und die Coils sind dann beieinander, dann da drinnen mit einer Metallspitze übereinander fummeln. Und zufällig vielleicht ein Feuertaster ist nicht so gut, oder?
Also, ich glaube, dass der bessere Einsatz schon ist, wenn man von unten squonkt oder von oben tröpfelt. Also müsst ihr euch das überlegen. So, das ist die eine Möglichkeit. Wenn du aber jetzt ein Single Coil hast, dann ist natürlich das Befüllloch da unten zu. Wenn du nichts squonkst. Wird mal noch andere sagen, was machst du jetzt beim Befüllen? Das probieren wir jetzt gleich. Beim Befüllen mit einer Single Coil ohne Squonker kann man dann immer nur die Watte bisschen auf Seitendrucker und langsam einpressen. Es geht, weil da zwei Ausgleichsbohrungen sind. Dann kann man sogar mit dem Spitzel die Watte wieder zumachen. Der Tank ist jetzt natürlich voll, jetzt läuft er natürlich schon über, ist auch klar. Also es ging sogar, indem man dann die Watte da einfach nur auf Seitendruck ein bisschen einfährt. Wenn man das ein bisschen probiert, ist das kein Problem nicht. So, an das 18er auch. Weil A ist da O-Ring drin. Und selbst wenn ich eins habe mit O-Ring, dann sitzt es halt nur bis. Also bei dem Fall, ich habe jetzt zwei, drei probiert. Da ist jetzt kein Dichtring dran. Dann hält das auch gut. Ja, passt auch ganz gut, finde ich. Es ist eine Geschmackssache. Ja. Mir gefällt er super. Die dampfen sehr gern mit der Single-Coil-Wicklung, wie ich ihn jetzt da gehabt habe. So, das war's schon wieder. Mädels und Jungs, bleibt's brav, ja, dass ich nichts hören muss. Pfiat euch, Dankeschön.